Ich versuche mich nicht umzudrehen, sondern eher, also an der Seite mit der Hand, während sie die gerade noch an meinem Gürtel gewühlt hat, aber mir ein Signal zu geben. So, Vorsicht hinten. Ich schaue mal in die Richtung. Sinneschärfe. Hat jemand Gefahreninstinkt? Nein. Ein Gefahreninstinkt. Nur bevor die Situation jetzt eskaliert, was ist in dieser Opferschale, wenn es kein Gold ist? Du hast es noch nicht gesehen. Möchtest du Okay. weiter herantreten? Ja. Initiative. Da hockt jetzt der Dämon drin. Okay, wir würfeln Initiative, derweil bei den anderen. Das Tor hat sich in leichte Schlacke verwandelt. Ja, Rafim, du bist dir sicher, das muss auf alle Fälle ein Schmied sich wieder betrachten, aber in den Nachbesprechungen der Blutspiele wird das sowieso thematisiert werden. Das ist also erstmal nicht dein Problem. Ja, ich würde dann Boltax noch einmal anblicken. Wenn er nickt, dass er die Stille herbeigerufen hat, würde ich meine Liturgie wirken. Damit Okay, ich würde Rafim davor noch mal fragen, welchen Umfang die Stille haben soll und soll sie nur uns betreffen? Rafim, wie sieht es nun aus wegen der Stille? Soll sie nur uns betreffen? Soll sie größer sein? Soll sie mit uns wandern? Wisst ihr mir jetzt? Mit uns wandern. Du musst immer in meiner Nähe sein. Ja, das kriege ich hin. Ich weiß nicht, 5 Schritt oder sowas. 5 Schritt Radius kriege ich hin. Okay. Nun gut, dann für ein halbes Stundenglas. Ja, und dann mache ich ein Silenzium, der um mich herum wirkt für 5 Schritt Radius. Okay. Und für ein halbes Stundenglas. Seraphim lächelt, fängt dann an, sich in die Arme zu schneiden und vergießt das Blut immer weiter auf den Boden. Mitleidloser beutet sich in den Kampf gegen meine Brüder. Lass mich siegen, auf dass ich falle. Und dann, ne, wirke ich der, das über Schlachtfeld wandelt, weil sonst wären wir richtig umgetreten. Gut, Ich Zulamin wollte noch was sagen. Ja, Zulamin möchte einen von den Schwadenbeuteln bereit machen. Also sie nimmt einen vom Gürtel und nimmt ihren Ritualdolch und murmelt, lasst mich etwas versuchen. Und ich würfle dann mal Fingerfertigkeit aus Hinhaut. Nein, das haut nicht hin. Fingerfertigkeit 11 nur. Was passiert? Aus dem Beutel tritt grauer Qualm aus und breitet sich um uns auf. Das heißt, es ist jetzt nicht nur total still um uns her, sondern wir sehen auch nicht mehr sehr viel. Oh. Entschuldigung. Ja. Ich habe Dämmerungssicht. Hilft das irgendwie? Ja, du siehst, dass Sulamin versucht, mit Attac zu kommunizieren, aber die anderen sehen es nicht. Rafim, hast du Dunkelsicht? Nein. Woher denn? Ja, hätte ja sein können. Oder Ich würde nachts, eben meine gut. Liturgie noch vorrechnen. Ich Ja, mach das gerne. stuf die zweimal auf, weil Gott weiß warum. Nee, warte. Ja, ich stuf die zweimal auf, weil es ist gerade eine Grad-1-Liturgie, dann ist sie Grad-4. Einmal stufe ich Wirksamkeit, einmal Dauer auf. Stopp. Dann nehme ich an, dass wir zumindest auf geweihtem Boden uns befinden, richtig? Kein Doch, stopp, du Chorgeweih, aber verrechnest ja. dich gerade. Hast du nicht gerade von Grad 1 auf Grad 4 hochgerechnet? 3. Ja. Du Das hast vier Einzige, gesagt. was du machen musst, ist auf Dauer aufstufen, nämlich die Wirksamkeit verändert sich automatisch. Ja, aber die Also, kann man doch nochmal separat die aufstufen, kannst du das auch ist doch der separat Trick. machen, ja. Jedes einmal. Das ist der Trick, mein Freund. Ja, aber du kriegst sie ja free. Ach so, okay. Nein. Genau, du musst das gar nicht machen, du kriegst Okay. es. Nice, dann brauche ich nur einmal aufstufen, dann ist Grad 2. Lass mich nicht lügen. Wir sind auf geweihtem Boden, das ist eine Einser-Erleichterung, weil das ist ja nur Boron geweihter Boden. Genau. Ist der Tag der Blutspiele nicht ein Feiertag des Chor? Noch nicht. Noch nicht. Wir machen den zu einem. Alter, Kritischer Erfolg! Oh Freunde, jetzt Gott. gibt's auf die Fresse, Jungs! Jetzt trete ich euch richtig in die Schnauze. Okay, es ist jetzt um. Warte. Ich krieg jetzt 26 THW oder wie viel kriege ich? Nochmal, also erstmal die Wirkungen erzählen, bitte. Okay. Um ihn erstmals anzugreifen, ist eine LKP-Stern durch 2 erschwerte Mutprobe benötigt. Außerdem sinken Attacke und Parade der Angreifer um jeweils LKP-Stern geteilt durch 2.
Also um LKP Stern. Durch 2. Genau, also 13. Ja, jeweils auf Attacke und Parade. Also die haben Attacke Mali von 13 Punkten, ja? Nee, auf Attacke und Parade. Ja, ja, genau, 13, 13. Ja. Und die Mutprobe ist plus? Plus, war 13 auch. Auch plus Mutprobe plus 13. Okay. Um mich erstmals anzugreifen. Gut. Das hätte ich jetzt nicht kritten sollen. Das, das Problem ist, Boltax, dass es keine Dämmerung oder Düsternis ist, sondern echte Fragmente, die in der Luft liegen. Und je weiter das aus dem Beutel zunimmt, desto weniger siehst auch du, weil du wirklich nicht durch die Teilchen durchgucken kannst. Und dann nach und nach verschwindet dann eben auch Zulamin, die wie weiter versucht mit Attack zu kommunizieren. Und ihr seid einfach nur noch in der Schwärze und in der Finsternis in der absoluten Stille gefangen. Aber ich kann ja Licht des Dolches machen, also mich ritzen und damit die Dunkelheitsstufe effektiv für mich reduzieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese dunkle Blase nur einen 3-Schritt-Radius hat. Ach so, okay. Gut, dreht dann da wieder raus und dann bleibt das an der Stelle. Dann ist zumindest das Pulver verschwunden. Ja, also Zulamin gibt das erstmal, den Versuch erstmal frustriert auf und zieht stattdessen die beiden Säbel. Ja, da ich ja weiß, dass die kommen, kann ich jetzt schon eine Aktion Taktik für uns würfeln. Ja. Nice, hab ich das auch mal benutzt. Um einmal normale Initiative würfeln und dann könnt ihr die Punkte um die Kriegskunde anheben, die Rafim dann gewürfelt hat. Er muss die gesamten Punkte aber aufteilen, also er kriegt nicht jeder alle Punkte. Nein, genau. Korrekt. Also er darf sich auch, wenn ich mich nicht täusche, darf er sich auch aussuchen, wie er die aufteilt. Nein, du bist die gleiche, du musst die gleiche. Nein, andersrum, richtig, du darfst dir die Kampfpaarung aussuchen. Ich kann Inni gerade nicht würfeln, bei mir gibt's einen Script-Error. Dann einfach ein W6. W6, genau. Plus 11. So, also Rafim startet erst einmal bei der 19. Zulamin startet erst einmal bei der 29, gar nicht so viel. Ihr kriegt beide 6 Punkte Inni, da ich die Punkte nicht für mich selber nutzen darf, genau, und ich sie gleichmäßig verteilen muss. Wo ist deine Basisinitiative? Bei 11 plus 1 sind 12. Okay, und jetzt plus 6. Oh. Dann bist du bei der 18 und Zulamin bei der 35. Und Rafim darf selber davon nicht beteiligt sein. Genau, ich krieg davon nichts. Die Stille ist schön und gut, aber mit jedem Schritt, den Rafim tut, wird eine Erschütterung ausgelöst, die ihr in eurem vor allem Magen spüren könnt. Ich habe auch nur gehofft, dass das was bringt mit der Blase. Naja, die Erschütterung spürt man, aber hören tut man davon halt trotzdem nichts. Immerhin. Als du den Raum durch die Tür betrittst, kannst du vor dir einen großen Säulengang erkennen, eine kurze Anhöhe mit einer Treppe, einige Sarkophage, die in der Wand eingelassen sind und zwei Basaltfäuste, die euch jetzt interessiert anblicken. Schild und Speer an ihrer Seite. Sie nicken dir freundlich zu und nehmen ihre Helme ab. Brüder, das ist der letzte Moment, wo ihr noch gehen könnt. Die hören dich nicht. Dass du merkst, wie Rafim dich anschaut und dir zunickt und das ihm selber auffällt. Rafim, du merkst, wie sie jetzt wohl in Rabensprache kommunizieren. Taktische Kriegs... Es ist keine Gebärdensprache. Es ist auch nicht dieses abgehackte Attacke, was normalerweise benutzt wird. Es ist eine Harmonie, die in dieser Rabensprache liegt, die Gebärdensprachen sonst gar nicht ausdrücken kann. Jeder Begriff wird mit Seele und Geist gesprochen. Jeder Begriff, da liegt so viel drin, dass sie im Prinzip auch jeder intuitiv lesen könnte. Aber sie selbst zu besprechen, ist so abstrakt, so kunstvoll, dass es einigen fast die Tränen in die Augen steigt, wenn man erkennt, wie viel Grazilität in dieser Gebärdensprache liegt. Und sie drehen sich zueinander um, nachdem sie gesehen haben, was da auf sie zukommt. Korst hier, verständigt den Drachen. Bringt Subjekt Primus in den Rabenhorst. Schema Elfenbein. An bei Rose und Stummel. Es fehlen Narbe, Eisen und Flinte. Sucht sie. Schema Bestariel. Macht einer Anstalten gehen? Ja. Okay, dann würde ich den gerne schlafen legen. Somnigravis. Ohnmachtsvariante. Ja. Für Magie. Entfernung 50 Meter. Nee, dann schaffe ich das nicht. Das ist zu weit. Mache ich was anderes.
Licht ist da unten, dass ihr so weit sehen könnt. Initiative habt ihr gewürfelt, wir gehen rüber. Und zwar 16. Ich würfel alle, also wir machen die Kampfrunden von unten nach oben, wie wir es kennen, und wir springen dann eben von den Feldern, je nachdem dahin, wo wir es brauchen. 16. Die Basaltfäuste kommunizieren in Rabensprache. Dann 17. Salix Kugris ist noch nicht da. Dukatengott ist das nicht da. 18. Jana. Ich bin mir noch nicht gewahr, dass wir in der Ini sind, deswegen schaue ich weiter in die Schauen daran, um erstmal herauszufinden, was da bitte schön drin ist. Blutiges Gold. Ja, ich bemühe mich nicht zurückzuzucken, sondern gefasst einen Schritt nach hinten zu tun und mich langsam zu haben, mir umzudrehen, und das waren dann vermutlich auch meine beiden Aktionen. Darf ich mich dabei orientieren oder ist das zu viel gewollt? Du kannst es natürlich tun, ne? Also du hast keine Gefahr, dass irgendjemand irgendetwas da ist. Ja, ich hatte ja irgendwie das Gefühl, ich werde beobachtet. Ja. Ich hatte Abel mir zum Beobachten schon mal hingeschickt. Ich warte nur auf seiner Zeit nicht gut. Da komme ich 1, 2, 3, 4 Ini dazu. Ja. Schwupp. Du kannst zusätzlich sehen, dass wohl einige Zayat-Glyphen in diese silberne Schale eingelassen sind und neben dem, und das ist wohl der Grund, neben dem das Blut, das Gold selber, dazwischen lag noch ein gefrorenes Herz. Will nicht sagen Beschwörungsbecken, aber Beschwörungsbecken. Genau, fragt sich nur für welchen Dämon. Dann, ich handle auf der 19, die haben das vorher dran. Ja, hier scheint ja irgendwas zu sein. Ich schaue mich um, also ich orientiere mich, um gewahr zu werden, was genau denn hier auf uns kommen sollte. Sinnescherb habe ich gewürfelt, hatte aber nur 3 Punkte über. Ja, das reicht nicht, um die sehr kleinen Gegner zu entdecken. Dann Boltax, 18. Ja, ich würde mich hier gerne auch erstmal orientieren, weil ich gerne erstmal die Lage einschätzen würde. Dann komme ich auf 23. Ja, sehr gut. Dann bist du schon mal bei der 23. Das hilft erstmal. Okay, 19. Zumindest in dieser Initiative-Phase. Später rücke ich dann hinein. Aber ich habe erstmal den Hinterhalt. Und ich habe Kit Makabulin, die Rostratten. Und ich habe eine Elster, den Utarawar. Ich mache 1, 2 Angriffe auf Abelmir und einen auf Yamantes. Dürfen die jetzt eine Intuition würfeln? Nö, dürfen sie nicht. Also ich hab ja außerhalb der Kampfreihenfolge noch gar nicht angegriffen, sondern jetzt innerhalb von dieser Initiative-Phase habe ich sie einfach nach vorne gezogen. Ich hatte meine Sinnstab mit 5 Punkten bestanden, aber. Wie viel? 5. Das reicht ja nicht. Und Kidma Bakul sind etwa Taria groß, also sind nicht klein. Ich weiß nicht, ob du schon Materia gesehen hast, aber Terrier sind klein. Ja, aber es sind keine Rattengröße. Also der Vogel ist ein sehr kleiner Gegner und die anderen sind halt klein. Und wenn du dir das anguckst, die sind halt verborgen gewesen. Okay. Ja, dementsprechend 2 Angriffe. Ich mache einfach eine Aktion Position draus und dann mache ich da 2 Angriffe. Die Intuition, uns als nicht als Hinterhalt abzuhandeln, steht uns doch trotzdem zu, oder nicht? Ansonsten dürfen sie ja gar nicht asperieren. Dann würfelt die Intuitionsprobe jeder. Machen wir so. Die ist erschwert und die haben die Sonderfertigkeit Hinterhalt nicht, weil es keine Tiere sind. Aber wir haben Aufmerksamkeit, hilft uns so. Genau, oder? Wir haben Aufmerksamkeit und. Einfach mal die Intuitionsprobe würfeln. Für euch wird die wahrscheinlich um 8 erleichtert sein. Ja, das sieht gut aus. Wie sie das sagt, bei euch. Die greifen auf die 10 an. Ich würfel gleich alle 3 zusammen. Und das ist 2-mal getroffen. Einmal für Abelmir und einmal für Diamantes. Ihr dürft parieren. Das ist sogar gelungen, ne? Ja. Und die 4. Ja, alles muss am Rauchen parieren. Dann, Können tatsächlich Schaden machen. Weil ich im Raufen pariere. Weil du im Raufen parierst? Nee, nicht gegen sehr kleine Gegner. Da kannst du mich aber den Fuß wegziehen oder sonst nichts. Und erhältst entsprechend trotzdem keinen Waffenschaden. Oh, okay. Das sind ja kleine Gegner. Ich muss gerade mal schauen. Bei kleinen weiß ich es nicht. Ich weiß nicht mehr, wo diese dämliche Regel steht. Sicher, ja. BDS? Oh. Nee, ich bin gerade wegen der Zauberei. Entschuldigung. Also, wenn sie gezielt angreifen, dann machen sie SP statt TP. Das sind kleine Gegner. Regeneration 1, Rudel, Verwundbarkeit, Fex.
Und dementsprechend, sie haben die Distanzklasse N. Das steht auch noch bei. Ja. Das heißt, ich würde einfach ganz normal die Hälfte an Schaden machen. 5 halbe sind 6 sind 3. Machen wir an den Armen? Oder würfeln wir aus? Musst du mal würfeln, wahrscheinlich an den Beinen oder so. Ist sowieso egal, weil keine Wundschwelle. Oder du bist anders gerüstet. Also, würfel's einfach aus. Sie springen dich halt an. Ja, Brust, dann kommt auch nichts durch. Ja, okay, gut. Okay, dann würfel ich mit meinem Utarava eine Probe auf, ja, einen Flugangriff. Muss gerade mal schauen, mit dem Schnabel auf die 15. 2. Getroffen bei Java. Wir sind noch in die Phase, in der ich mich umgedreht habe, ja? Ja. Gut, dann darf ich sowieso nichts tun und nehme den Schaden. Sie machen keinen Schaden. Das war ein Taschendiebstahlangriff und zwar deine Waffe. Welche? Das ist jetzt. Ich habe 6 Stück. Ja, dann. Nein, 7 Stück, sorry. Nein, 8 Stück, sorry. Die ich am leichtesten klauen kann, weiß ich nicht. Hast du irgendwas Hexgeweihtes? Ja, den Nachtwind. Dann klaue ich den Nachtwind. Der ist. Okay. Ja. Wie viel KR haben die Jungs? Egal. Okay, das war mein Angriff in dieser Runde. 19 ist durch, danach. Ich darf noch was machen, ich habe einen Bus pariert, oder? 19, ja. Ich würde fragen vorher: Erkenne ich es, dass Dämonen sind? Ja. Gut. Dämonen sind immer zu erkennen, weil sie einfach so sehr chaotisch, widerlich sind und dieser ekelhafte Beigeschmack nach Kupfer, der sie begleitet, das ist schon echt unangenehm, wenn sie sich in deiner Nähe aufhalten. Okay, ich frage vorher nach. Dann würde ich einen Gradianer wirken. Schild gegen Dämonen verkürzte Zauberdauer. Das ist eine plus 3 für die Schild gegen Dämonen und eine plus 5, halbiert plus 3 für die halbierte Zauberdauer und plus 6 insgesamt. Ja, okay. Dann kannst du den schon mal würfeln. Eine Aktion hat es schon benutzt. Rafim 19. Ja, ich würde mich auch orientieren, weil wir eh stehen geblieben sind und der schon weggelaufen ist. Da bräuchte ich mir so jemand hinterherlaufen. Okay, dann orientierst du dich. Eine Aktion hättest du noch. Rodrigo ist nicht da. Jalan hatte sich orientiert. Ich glaube, dann wäre wieder Rafim dran. 22. Ja, ich gehe. Ich kann ja sehen, was Boltax macht, korrekt? Nee, ich bin schneller als du. Ach ja, du bist also jetzt schneller als ich. Ich sehe, was du machst. Okay. Aber du hast mir gesagt, ich soll bei dir bleiben. Also, genau, ich würde jetzt nämlich anfangen, in deren Richtung zu laufen. Warte mal, wie weit kann man sich in einer Aktion bewegen? Also Geschwindigkeit. Schritt. So ungefähr. Wahrscheinlich 6 Meter, ne? Ja. Und Boltax ist nicht so schnell wie du, ne? Nee, bei mir ist meine Geschwindigkeit 4 Meter. Dann könnt ihr euch mit den 4 Metern, beziehungsweise wenn ihr sprintet, 4 Meter mal 3 sind 12 Meter bewegen, wenn ihr gemeinsam ziehen wollt. Bevor ich Zulamin vergesse, Diamantis. Ich habe keine Aktion mehr, ich habe mich einmal orientiert und einmal pariert. Gut, dann Zulamin, bei der 35, da muss ich aufpassen, dass ich dich da nicht übersehe oben. Ist gut. Ja, ich stürme natürlich nicht allein vor. Das heißt, die anderen haben sich orientiert, dann mache ich das auch. Ich kann noch 2 Punkte dazu gewinnen. Und dann gehe ich mit vor. Ich bin schneller als sie beide. Das heißt, ich versuche mich so ein bisschen schräg vor Boltax zu platzieren. Okay. Hier so. Ja. Ja. Dann nächste Kampfrunde 16, lieber Stopp. Seif. Ich möchte vorziehen. Okay. Das heißt, ich möchte erst einmal erfragen, auf welcher Inni sitzt der dämliche Vogel? 19. 19. Wo genau ist er jetzt? Und was wird er diese Runde tun? Ich muss gerade gucken. Er ist leicht über dir im Flugangriff. Er ist ja nicht gelandet oder sowas und er kann weiter mit seinem Schnabel agieren. Also die Frage, ich könnte ihn angreifen, wenn ich so geneigt wäre. Ja, kannst du. Mit Attacke plus 8. Da ist der Haken. Du hast keine Waffe? Du bist keine gezogen. Ich will hier schnell ziehen. Okay, warten wir erstmal, bis der Vogel dran ist, ja? Das Gut. haben wir auch bei den Phasen. Dann fange ich erstmal an mit der Basaltfaust. Würde laufen. Und zwar nicht sprinten, sondern erstmal hier hin, Tür öffnen. Dann, Dukatengardisten ist nicht da, Sadex Kukris ist nicht da, Magus Abelmir.
Dein Gladianum spannt sich auf, ne? Der spannt sich auf, hat einen raschen Radius, wie gesagt, hat eine Schildstärke von 22 Punkten. Genau, die Gitmakabul habe ich da schon weggezogen. Die werden jetzt halt rausgedrängt aus dem Bereich. Und auch der Vogel, der zählt auch dazu als Dämon. Ja, na klar. Ja, ich würde mich halt so positionieren, dass Diamantis bzw. Yalan die Vögel oder die Viecher angreifen können, aber sie ihn nicht, dass sie so in Schild zurückziehen können, sozusagen. Das heißt, dann stellst du dich dahin. Genau. Ja, dann stell ich dahin. Okay, dann hast du einen Radius von 2 Meter, das sieht gut aus. In etwa, also. Und hier sind es 3,60 Meter, das reicht noch nicht. Dann, die Kidmakabur sind dran, und zwar. Okay, schade. Die können den Schild attackieren, aber. Ja, müssen sie jetzt halt machen. Dann stellen sie sich hier ran. Der bleibt da und muss dann auch den Schild angreifen und der wird dann wohl auch den Schild angreifen, weil sie halt keine andere Möglichkeit haben. Gegen den Schild treffen sie automatisch. Ja, klar. Aber ich hoffe trotzdem mal, weil vielleicht eins, das habe ich mir nämlich was gedacht. Sie können ja kritisch treffen. Wobei das in dem Fall egal ist. Dann 6 sind ein Schildpunkt, 7 sind 2 Schildpunkte, glaube ich. Und 10 sind auch 2 Schildpunkte. Jeweils 7 Schildpunkte, ein, also 7 Trefferpunkte, ein Schildpunkt. Genau. Und aber addieren die sich nicht auf? Also wenn der erste 6 würfelt und der zweite 6 würfelt, dann sind das ja nicht zweimal einer, sondern insgesamt 12. Also, Nee, das sind ja getrennte Bisse. Also du machst nicht 6 ja, und 7. Ja klar, aber du ziehst doch trotzdem die ASP aus dem Schild, oder? Ja, genau. Richtig, also du ziehst dann halt pro Schaden ein 1/7 ASP aus dem Schild, aber du ziehst trotzdem den 1/7 ASP daraus, die verfallen nicht, nur weil du nicht den ganzen 7 ASP-Schwellen erreichst. Oder? Ich weiß es nicht, ich stelle nur Fragen. Wenn du den 8. Schadenspunkt gemacht hast, dann verlierst du einen ganzen Schildpunkt. Nee, die Frage ist nur, die halten sich. Also wenn du jetzt 6 machst, sagst du nicht, oh, du verlierst einen Schildpunkt und wenn du nochmal 6 machst, immer nur einen Schildpunkt und die restlichen ASP verfallen. Nein, wenn du bis 7 Punkte Schaden machst, dann verlierst du einen Schildpunkt. Ab 8 mit einer Attacke verlierst du 2. Genau. Ja, richtig. Aber wenn du 2x6 machst, dann ist ja immer noch 12 und nicht, ja, genau, nur, und nicht nur 2x unter 7. Die Frage, wie man betrachtet, ist mir egal, letztlich. Doch eh wurscht bei dem Zauber, oder nicht? Ich wollte gerade sagen. Ja. Okay, dann würde ich einfach nochmal 3 Angriffe machen gegen den Schild, weil sie dann einfach umwandeln und ich ziehe einfach jetzt die Sachen rein. Mit einem 1W6 plus 4 sind das 10, 7, 10. So, nochmal 2 Schildpunkte, 2 Schildpunkte und 1 Schildpunkt. Dann bin ich mit meinem Kidmakabulim dran und der Utawar wird das Schwert in die. Ja, dann werde ich dort, da werde ich doch ganz lieber ganz gerne vorziehen. Gut. Denn dann schnell ziehe ich meine Waffe. Danke, ja. Schnellziehen, so wichtig. Glück habe ich irgendwann mal FF10 gekauft. Und zwar meinen Stadtkolben und warte ihn um. Ja, dann. Machen wir die 8 der Erschwernis und ab geht die Luzi. Das ist ein Treffer. Ja, ich muss gerade gucken, ob ich da irgendwas gegen würfle. Na, ja, du kannst immer deine Parade versuchen. Ja, das ist ja bei Dämonen dann ausweichen, ist ja kein, weil mit dem Schnabel kann er nicht parieren. Aber 4 sieht gelungen aus. Dann wandle ich um und hau ihn nochmal. Ja. Gut, dann wäre. Oh, gerade so geschafft. Plus 4, plus 8, dann kannst du Schaden machen. Gut, dann kommt hier der nicht weiter modifizierte Schaden, 13 Praios. 13 Praios, dann ist gut, dass das Praios-Schaden ist. Ja, er geht immerhin noch durch die Unempfindlichkeit. Gut, dann ist der Utawara tot. Also er verpufft und dein fexgeweihtes Schwert fällt. Ja, weiß ich nicht. Er darf schon über dem Becken sein. Er dürfte ja eigentlich, glaube ich, vor mir ziehen. Ich bin da irgendwie 2 Schritt. Kann ich versuchen, das mit der anderen Hand irgendwie zu fangen? Ja. Also zumindest wegzuboxen? Dann würfel mal eine Fingerfertigkeit plus 3. Fingerfertigkeit plus 3, ja. Das wird nichts, aber. Oh, das ist gelungen! Also ich werde es nicht fangen können, denn ich habe ja keine beweglichen Glieder an der Eisenhand, aber ich werde es irgendwie boxen. Du trittst es einfach so, dass es nicht in die Schale fällt. Richtig, und es klappert dann irgendwie auf der Seite zum Boden. Gut, Utawara ziehe ich einfach mal raus. Ich bin definitiv aus dem Schild heraus, nur so, und habe keine Aktionen mehr, nur so als Hinweis. Okay, dann spare ich mir das für die nächsten Kampfrunden auch. Die 19 ist durch, aber mir 19. Ich warte ab. Du wartest ab, dann verfällt alles für dich. Dann Rafim, 22. Ja, aber wir können jetzt ja hier nicht 18 Stunden nebeneinander stehen.
Warte mal, wir müssen mit Boltax laufen, dementsprechend ja, 16. maximal. Ach, 14. Mit zwei freien Schritten. Sollten wir uns nicht beeilen? Ich meine, Boltax muss nur in Zauberdistanz. Wir können vor ihm stehen. Und du kannst noch Athletik werfen, wenn du möchtest. Ja gut, das Problem ist, sobald der halt losgelaufen ist, ist das mit der Boltax, mit dem Boltax-Ding eh wurscht, korrekt? Also eigentlich kacke. Also ihr solltet am besten hier rennen und die Typen packen. Ja, also machen wir doch das mit der Athletikprobe. Boltax ist ja nicht in Gefahr hinter uns. Das ist richtig. Macht ihr das. Und dann hier kommt Athletik. Sprint habe ich sogar Spezialisierung. Das hast du noch nie benutzt? Doch einmal. Doch, also ganz selten ist das mal wichtig. Das bringen mir 3 Punkte irgendwie so 0,5 Meter gefühlt, ne? Irgendwie sowas, ja. 3 Punkte bringen dir 0,9. Wenn du rennst. Danke. Das wird ja verdreifacht. Okay, wie viel kriege ich dazu durch die gelungene Probe? Pro Punkt bekommst du 0,1 GS. Und das wird dann, wenn du sprintest, halt verdreifacht. Also 0,7 mal reisen, 2,1 Meter. Okay, das klingt irgendwie nicht sehr viel. Es ist aber so, als hättest du 2 mehr freie Aktionen. Das ist eine Menge. Hat sie ja sowieso. Es ist darauf ausgelegt, über Dauer dir mehr Distanz zu geben. Ja, aber sie hat auch über Dauer mehr Aktionen. Okay, also die Typen sind durch. Ich laufe regulär 27 Meter. Dann schauen wir mal. Also 28 ungefähr. Also ich komme bis zur Treppe. Gut,